Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Hot Pursuit 2. In der letzten Folge haben wir hier unten das deutsche Duell abgeschlossen. Es war das letzte Rennen von dem ersten und zweiten Strang hier beim Hot Pursuit. Und heute wollen wir anfangen mit dem ersten Rennen des zweiten Stranges. Und zwar das offene Turnier Tropical. Drei spannende Rennen auf den Tropical Island Strecken. Je besser du in einem Rennen abschneidest, desto mehr Punkte bekommst du. Landest du unter den ersten drei, wirst du mit einer Medaille belohnt. Wir wollen natürlich Gold haben. 7500 Punkte gibt es dafür nur. Also ich glaube, das wird wieder etwas leichter. Aber trotzdem drei Strecken. Und wir fahren jetzt erstmal auf Island Outskirts zwei Runden. Okay. Na dann. Los. Was haben wir denn hier? BMW Z8. Ford TS50, Mercedes CL55 AMG, Jaguar XKR, BMW M5. Ah, gucken wir mal. BMW Z8. 250 km/h. Okay, Ford TS50. Was haben wir denn da? Auch, okay. Mercedes CL55 AMG. Auch 250. Sind die alle 250 schnell oder wie? Jaguar XKR. Was haben wir denn da? Ja, natürlich. BMW M5. Wie sieht's hier aus? 250, alles klar. 5,3 Sekunden hat der BMW M5. Beschleunigung BMW Z8. Von BMW, der Z8. 4,7 Sekunden, okay, der Z8 schon mal besser. Ford TS50. Made for the Australian market. 6 Sekunden, okay, das ist schlechter. Spitzenreiter bisher, also der BMW Z8. Mercedes-Benz CL55 AMG. CL55 AMG Coupe. Auch 6 Sekunden. Jaguar XKR Coupé oder XKR, je nachdem. 5,4, auch nicht so gut. Ja, dann nehmen wir doch den BMW Z8, den hatten wir auch letztes Mal schon, oder hatten wir schon mal genommen. In Rot, würde ich mal sagen. Let's go! So, da geht's los. Swerve mit dem Z8, Ranger mit dem M5, Ace mit dem XKR, Blazin mit dem TS50, RJ mit dem CL55 AMG und ich auch mit dem Z8 wie Swerve. Wir treten an und das Rennen könnte jetzt wieder etwas länger dauern. Und vor allem dieses Turnier dauert vermutlich etwas länger. Denn wie viele Rennen sollen wir fahren? Drei? Ich glaube drei. Das ist dann natürlich schon etwas länger und zwei Runden fahren wir jetzt hier auf der Strecke. Könnte auch also etwas länger dauern. Okay. Aber ich glaube, die Schwierigkeit sollte hier wieder etwas gesenkt worden sein im Vergleich zu dem Turnier, was wir davor gefahren sind. Dem deutschen Duell. Deswegen schätze ich mal, dass das hier jetzt kein großes Problem darstellen sollte im Normalfall. So. Wir können natürlich auch wieder versuchen, hier so viele Abkürzungen wie möglich zu nehmen. Wenn ich sie denn alle finde. Hier zum Beispiel ist eine. Daran konnte ich mich noch erinnern. Hier haben wir diese große Villa. Schon cool. Mit einer extra Brücke sogar. Über diesen Weg. So, der Wasserfall ist natürlich auch hier mit am Start.
So, und hier geht's wieder auf die Strecke und alle sind mir gefolgt in die Abkürzung, ey. Krass. Das hatte ich jetzt nicht erwartet unbedingt. So, dann fahren wir mal hier lang. Durch diesen Hafen hier. So, und den Berg hoch. Das ist ein bisschen steil hier. Na, die Polizei schafft es mir zu folgen, aber nicht die anderen Raser. Also, da sollten sie mal überdenken hier. Die Leute ihre Rennfahrerkarriere. Wenn selbst die Polizei besser ist, sollte man es vielleicht gar nicht erst versuchen. Okay. Ja, okay, die Polizei ist ja auch hier teilweise erst irgendwo zwischendrin gestartet, von dem her. Hat die da natürlich auch einen kleinen Vorteil. Muss man schon sagen. So. Jetzt sind wir wieder hier unten. Immer noch in der ersten Runde. Auch nach knapp 3 Minuten. Aber da vorne ist die Runde zu Ende. Okay. Alles klar. Also 6 Minuten geht das Rennen ungefähr. Also doch schon relativ lang. Aber wir haben ja Zeit, Leute. So. Ja, während ich hier so fahre, kann ich ja mal über ein bisschen was anderes reden. Und zwar, ich habe ja jetzt mir nochmal überlegt, welche Spiele ich denn sonst noch so oder welche Spiele ich noch quasi hinzufügen könnte zu meiner Liste mit den Spielen, die ich noch let's playen möchte. Und ich habe tatsächlich noch ein paar Spiele jetzt hinzugefügt. Und zwar handelt es sich dabei hauptsächlich um Nintendo DS Spiele. Also ich möchte jetzt doch auch noch Nintendo DS Spiele let's playen. Später dann, wenn sie drankommen. Also jetzt nicht direkt, sondern erst ein bisschen später. Aber ich habe zum Beispiel jetzt auch Luigi's Mansion, die Luigi's Mansion Serie hinzugefügt. Also Luigi's Mansion für GameCube, Luigi's Mansion 2 für den 3DS und dann schlussendlich Luigi's Mansion 3 für die Switch. Habe ich der Liste hinzugefügt und damit wird es dann tatsächlich nach dem Let's Play schon losgehen mit Luigi's Mansion. Also da freue ich mich schon drauf. Ich habe es noch nie gespielt. Ich habe nur ein Let's Play gesehen. Bereits vom ersten Teil und vom zweiten Teil auch. Und es hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Also ich war mir erst nicht ganz sicher, ob ich das wirklich Let's Playen möchte, weil das Genre ja jetzt nicht so meins eigentlich ist. Also es ist ja ein Action-Adventure eigentlich. Also Action-Adventure, ja doch. Sie können halt schon ziemlich verschieden sein. Aber es hat mir doch eigentlich relativ gut gefallen, deswegen wollte ich es mal ausprobieren. Ich hoffe, es wird mir gefallen. Und es wird dann eben drankommen nach diesem Spiel. Nach Need for Speed Hot Pursuit 2 geht es dann damit los. Natürlich, wie es von mir gewohnt seid, in 4K. Und eventuell auch 60 Hertz, je nachdem. Ob das Spiel, ich glaube von selbst unterstützt das Spiel keine 60, upsala, keine 60 FPS, aber ich glaube es gibt einen Cheatcode, mit dem man 60 FPS aktivieren kann, aber das weiß ich alles noch nicht so genau, das finde ich dann raus, wenn ich das Spiel mal ein wenig austeste. Okay, wir haben gewonnen, 10 Minuten sind wir dabei. Alles klar, 1700 Punkte, wir haben jetzt 491.475 Punkte. Machen wir gleich das nächste Rennen.
So, Ergebnisse, wir haben 8 Punkte gekriegt, sehr schön. Nächstes Rennen, nächste Strecke ist Palm City Island. Wieder mit 2 Runden. Okay. Ja, gleicher Wagen, würde ich sagen. Oder wollen wir jetzt mal blau nehmen? Farbe. Ja, nehmen wir jetzt mal blau. Und go! Okay, Palm City Island, Starterfeld. Wir legen los. Starten auch gleich als Erster. Und ja, aber Luigi's Mansion ist nicht die einzige Spieleserie, die ich jetzt noch zu meiner Liste hinzugefügt habe, sondern auch noch ein paar Yoshi-Spiele. Allerdings nicht alle. Eigentlich könnte ich da... ich glaube, mir fehlt sogar noch was. Auf jeden Fall Yoshi's Island habe ich hinzugefügt. Für Nintendo DS, Nintendo 3DS. Yoshi's Woolly World für Nintendo Wii U. Yoshi's Crafted World natürlich auch für die Switch. Also ein paar Yoshi-Spiele. Jump'n'Run-Spiele habe ich jetzt auch noch hinzugefügt. Hatte ich eigentlich nicht vor, die zu Let's Playen, aber jetzt habe ich mich halt doch mal umentschieden. Ja, aber ich habe noch keins vorher von denen gespielt, also. Ich habe nur, ja, vielleicht mal ein paar Gameplay-Szenen oder so gesehen, aber selbst gespielt noch nicht. Werde ich mich dann auch zu gegebener Zeit nochmal überraschen lassen. Und ich habe jetzt noch überlegt, ob ich Yoshi und... Nee, wie war das denn? Ach nee, das war Kirby. Ach, jetzt habe ich es verwechselt mit Kirby. Nee, das hat natürlich nichts miteinander zu tun. Wobei, Kirby könnte man theoretisch auch noch hinzufügen, aber ich glaube, das ist dann ein bisschen... Das ist ein bisschen, naja, also mit Kirby hatte ich eigentlich noch nie was am Hut. Ich habe natürlich immer mal mitbekommen, dass es hier das ein oder andere Kirby-Spiel gibt, aber ich habe es wirklich noch kein einziges von denen gespielt und ja, nie was wirklich damit zu tun gehabt. Deswegen würde ich das jetzt nicht unbedingt zu meiner Liste hinzufügen, aber die Yoshi-Spiele habe ich jetzt eben noch hinzugefügt. Und dann habe ich zudem noch die ja, Vorgänger von Race Driver Grid hinzugefügt. Allerdings nur die, die nach dem 3. Mai 2002 erschienen sind. Und die Vorgänger von Colin McRae Dirt, was ich ja auch noch Let's Playen möchte, habe ich auch noch hinzugefügt. Aber dann natürlich auch noch die, die nach dem 3. Mai 2002 erschienen sind, weil das war nämlich der Release des GameCube und ich möchte keine Spiele spielen, die älter sind als das. Deswegen, ja, ist das quasi so die Grenze. Also älter als dieses Datum sollte es nicht sein. Aber danach gerne. Ja, aber ich habe ja ziemlich viel Zeit damit verbracht, diese ganzen Liste die ganzen Spiele zur Liste hinzuzufügen. Ja, aber jetzt habe ich das alles eben gemacht. Und ja, da kommen dann tatsächlich noch ein paar mehr Spiele auf uns zu. Vor allem eben die Nintendo DS-Spiele habe ich mich jetzt eben dazu entschieden, die zu Let's Playen, weil ich ja auch einen Nintendo 3DS habe, der auch logischerweise Nintendo DS-Spiele abspielen kann. Deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden, auch noch Nintendo DS-Spiele zu Let's Playen. Also diejenigen natürlich, die mich interessieren. Waren, glaube ich, so 11 jetzt, 11 Stück, die mich interessieren. Und ich besitze nur 2. Ich besitze nur Mario Kart DS und Mario New Super Mario Bros. Die beiden besitze ich schon. Und 11 weitere würde ich mir dann noch anschaffen. Ja, aber auch die Nintendo DS-Spiele werden natürlich in 4K Let's Played werden. Könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen, sofern euch das interessiert. Also Nintendo DS-Spiele, sofern ihr was damit anzufangen wisst. Natürlich, das ist die Voraussetzung. Aber ich freue mich schon drauf. Ich habe jetzt auch letztens, als ich das eben ausprobiert habe,
auch wieder kurz ein bisschen New Super Mario Brothers gespielt. Und es war wirklich, es hat einfach Spaß gemacht, so die Musik auch zu hören. Ich habe das sogar, also New Super Mario Brothers ist nicht blind für mich logischerweise, ich besitze es ja auch schon. Das habe ich sogar damals auf meinem Nintendo DS. Ich habe nämlich, bevor ich einen Nintendo 3DS besessen habe, habe ich einen Nintendo DSi XL besessen, den ich dann später verkauft habe. Und da habe ich das Spiel wirklich zu 100% durchgespielt. Natürlich ohne Let's Play und so weiter, sondern einfach nur für mich privat. Und deswegen kenne ich das Spiel schon ziemlich gut und schon cool, dann so die Musik mal wieder zu hören nach so langer Zeit. Ja, und jetzt habe ich eben den Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS XL, genau. Den habe ich mir, glaube ich, 2015 gekauft, wenn mich nicht alles täuscht. Also jetzt auch schon wieder 3 Jahre her. Aber es kommen ja echt immer noch Spiele dafür raus. Also selbst für den originalen 3DS, der 2011 erschienen ist, kommen ja jetzt immer noch Spiele raus, obwohl es schon 7 Jahre später sind. Zum Beispiel Luigi's Mansion soll ja auch für den Nintendo 3DS erscheinen. Oder ist schon erschienen? Ich weiß es gerade nicht. Aber, ja, und WarioWare Gold zum Beispiel auch, was ich auch Let's Playen möchte. Also Nintendo bringt da immer noch weiter Spiele raus. Obwohl jetzt die Nintendo Switch ja eigentlich den 3DS so ein bisschen abgelöst hat. Als Handheld-Konsole. Aber ich glaube, ich habe gehört... Huch, was war das denn? Ich habe gehört, Nintendo möchte eben den 3DS aus dem Grund noch ein bisschen länger am Leben erhalten, weil das eben so eine quasi Einsteigerkonsole ist. Für vielleicht noch etwas jüngere Kinder, denen man noch keine Nintendo Switch zutraut oder so. Weil der Nintendo 3DS natürlich auch etwas billiger ist. Deswegen wird er noch weiter unterstützt. Und vielleicht wird es auch einen Nachfolger für den 3DS geben, der ebenso schwächer wahrscheinlich sein wird von der Leistung her als die Nintendo Switch, aber eben dafür auch preisgünstiger. Deswegen, also, das ist so der Grund, warum Nintendo immer noch weiterhin Spiele dafür rausbringt. Ja, und Luigi's Mansion für Nintendo 3DS würde ich ja eigentlich Let's Playen, weil es natürlich deutlich neuer ist als der GameCube-Teil. Also es ist quasi ein Remake vom GameCube-Teil, was dann nochmal für den 3DS rauskommt. Aber ich habe gesehen, dass die Grafik beim 3DS ein bisschen schlechter ist als beim GameCube. Ist ja auch logisch, weil der 3DS natürlich auch weniger Leistung hat. Deswegen Let's Play ich dann doch lieber die GameCube-Version statt der 3DS-Version. So, wir sind am Ende des Rennens. Perfekt. Und auch am Ende der Folge. Sehr schön. Ja, 1700 Punkte, wir haben jetzt 493.175 gespeichert und dann geht's in der nächsten Folge, würde ich sagen, weiter mit dem nächsten Rennen. Also dem letzten von dem Turnier dann. Ja, und zwar handelt es sich dabei um Tropical Sunset mit nur einer Runde. Okay. Gut, da geht's dann, würde ich sagen, in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Ansehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Bewerten nicht vergessen. Also dann, bis zur nächsten Folge von Need for Speed Hot Pursuit 2. Ciao!